Ich glaube, als Christ braucht man in Glaubenssachen so ein Licht, was einem den rechten Weg weist. Oder halt ein Vorbild einfach, was man hat. Und für mich als Teil der salesianischen Jugendbewegung ist natürlich der Heilige Don Bosco eines dieser Lichter. Weil er empfindet besonders bemerkenswert einfach diesen unerschütterlichen Glauben an Gott und dieses unerschütterliche Gottesvertrauen. Weil der Heilige Don Bosco hat Kirche bauen lassen, ohne dass er im Vorhinein gewusst hat, dass er die finanziellen Mittel dazu hat. Und er hat einfach gesagt, ich vertraue jetzt auf Gott, ich glaube, dass Gott mir Hilfe schicken wird oder dass ich das irgendwie zusammenbringe mit Gott an meiner Seite. Und er hat es dann auch zusammengebracht und das hat alles super funktioniert dann. Und ich denke mir, so ein Gottvertrauen und so einen unerschütterlichen Glauben zu haben, das ist schon praktisch in vielerlei Lebenssituationen. Und sowas möchte ich halt einfach auch haben. Natürlich bin ich nur weit davon entfernt. Aber ich denke mir, auch als Kind ist wichtig, dass du jetzt jemanden hast, der die christlichen Rituale und die christlichen Gebete und so beibringt. Und da ist natürlich die Mutter oder der Vater ganz praktisch, aber es kann auch einfach die Oma sein oder was auch immer. Und bei mir war es die Mutter, die was da mit eiserner Faust dahinter gestanden ist natürlich. Aber ich denke mir, es ist wichtig einfach, dass man das lernt und dass man sich mit dem einfach identifizieren kann. Und ich denke mir, es war was Schönes, wenn jetzt so, wo man einfach das Licht weitergeben konnte oder wo nicht ich ihr Licht wirfe beim anderen. Weil ich glaube, das ist auch ganz was Wichtiges im Glauben.